Wir führen diesen Kampf nun schon seit satten 2 Jahren. Nicht wenige unter euch werden sich in dieser Zeit die Frage gestellt haben, warum dauert das so lange? Die klarsten Antworten darauf sind diese. Weil wir wissen, was wir wollen. Weil wir wissen, was dafür notwendig ist. Und weil wir wissen, dass wir nur mit einem starken Zusammenhalt zum Ziel gelangen. Das aber auch in jedem in den Schädel zu hämmern, braucht eben seine Zeit. Mittlerweile hat der liebliche Gesang unserer zarten Stimmchen zu eindeutigen und sichtbaren Erfolgen in unserem Kampf geführt. Zum einen den Koalitionsvertrag. Er ist immer noch gültig und eine klare Aussage des Berliner Senats zum Umgang mit tariflosen kommunalen Tochterunternehmen. Hier noch einmal der Wortlaut. Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Landesunternehmen in Tarifverbünden geführt werden. Sie setzt sich zudem dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den TVED Tarifverträge abgeschlossen werden. Die Koalition wird Outsourcing in öffentlichen Einrichtungen betrieben mit lediglich dem Ziel, sich an Tarifbindungen zu lösen und unterbinden. Klare und unmissverständliche Worte, oder? Sie stehen schwarz auf weiß in einem Vertrag. Moment. Diesen Vertrag haben die Vorgesetzten unserer Geschäftsführung abgeschlossen, die wiederum unsere Vorgesetzten sind. Aber während wir als unterstes Glied in dieser Kette uns ständig an Verträge und Gesetze zu halten haben, braucht das unsere Vivantes und VSG-Geschäftsführung nicht zu interessieren. Sie widersetzen sich absichtlich dem beurkundeten Willen ihrer Arbeitgeber. Für mich haben alle unsere Vivantes-Geschäftsführungen somit ein klares Autoritätsproblem, die schon an Meuterei grenzt. Meuterer gehören abgesetzt! Früher ist man noch ganz anders mit den umgegangen. Und die ersten sind auch schon geflohen. Als zweiten Erfolg für uns verbuche ich die scheinbar freiwillige Lohnerhöhung durch unsere Geschäftsführung von 2017. Schon damals hat man uns versucht, billig zu kaufen und unsere Entschlossenheit zu brechen. Danke für die Kohle! Reicht nicht! Wir fordern den TVED für alle! Die Rückführung unserer TVED-Kollegen in den Mutterkonzern ist ein weiterer Erfolg unseres Kampfes. Ohne uns gäbe es diese Rückführung nicht. Auch das diente nur zur Spaltung unserer Entschlossenheit und Solidarität, aber wir als solidarische Belegschaft und als Gewerkschafter haben das erkämpft. Niemand hat es uns geschenkt und ihr werdet Geschäftsführung schon gar nicht. Der vorläufige Höhepunkt der Perversität unserer Vivantes VSG-Geschäftsführung ist aber ihr letztes Angebot. Mit dem Ziel, unsere stärkste Kampfkraft zu brechen, haben sie versucht, eine einzige Berufsgruppe besser zu stellen als alle anderen. Aber selbst diese scheinprivilegierte Berufsgruppe hat das Rattenfängerangebot abgelehnt. Warte mal, hier steht was von Pause für Applaus für die Schwierigen. Frau Grebe muss gerade kochen vor Wut, denn es gelingt ihren Lakaien in der Geschäftsführung VSG nicht, uns zu brechen. Seitdem stehen wir wieder vor jedem einzelnen Haus und wir werden täglich mehr. Schon wieder was Kleingedrucktes. Jetzt feiert sich der ganze Mob. Hier stehen Menschen mit Charakter. Die Ausgebeuteten und Unterbezahlten dieses Vivantes-Unternehmens zeigen gerade, dass sie mehr Rückgrat, Charakter und Ehre besitzen als die Chefetage dieses ach so in den Himmel gelobten Unternehmens. Hey, ihr Bonzen in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat. Übrigens, ich hab Bonzen gesagt. Habt ihr geglaubt, das war's? Hier steht das Weckebach. Könnt ihr sie hören? Das Ziel der Wohlheim!
Applaus für Victoria! Das Hümmelt! Ja, nochmal. Das Willisheim! Ja, geil! Ja, aus dem Spannhaus ist heute leider wieder keiner gekommen. Hier ist der geile Haufen aus Spandau! Hey, Herrenfrau, wir kommen demnächst vorbei und bringen euch die Notdienstvereinbarung. Das hier hört erst auf, wenn wir gewonnen haben. TV in den Finale! Danke!